Thema heute ist Content Marketing bei Zalando. Ich bin nicht hier, um euch Zalando zu verkaufen. Ich brauche auch keine Kunden auf der Seite. Das wird mir auch gar nicht zugerechnet, weil ihr wahrscheinlich bei Brand und Direct Typing machen werdet. Sondern ich bin hier, weil ich jetzt mit Markus seit 9 Jahren am Markt unterwegs bin und wir uns immer wieder gegenseitig geholfen haben. Ich habe das Tool super lange im Einsatz gehabt und versuche so ein bisschen auch mal meine Ideen, was Management bei modernen Firmen angeht, rüberzubringen und dass vielleicht auch ein paar coole Ideen für euch dabei sind. Im ersten Teil, im zweiten Teil gebe ich ein paar Vorhersagen und Quick Wins. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das heißt, wir haben heute ein wunderschönes Motto: User first, Search Engine second. Habe ich mir ausgedacht. Ich bin beeinflusst von irgendwas in Amerika, ich weiß aber nicht genau was. Aber es trifft es ziemlich genau. User-First-Marketing ist für mich Content-Marketing. Ja, das heißt, wir stellen nicht mehr die Suchmaschine an die Nummer 1 der Handlungen, die wir machen. Das hört sich erstmal banal an. Kann jeder mal wirklich für sich selber denken, warum er einen Text auf eine Seite packt oder warum er irgendeine Kooperation macht, ob das nicht doch in manchen Fällen immer noch Search-Engine-First ist, wie er denkt. Ja? Einfach mal drüber nachdenken. Also mache ich auch noch App-Store-Optimierung, trifft ganz gut den Punkt, dass es eben nicht nur um die Google-Search geht, sondern auch die Search im App-Store und auch man da unter Schuhe vielleicht gefunden werden will. Ihr könnt gerne Zwischenfragen stellen. Wie gesagt, die Gutscheine sind da. Ich kann ad hoc relativ gut antworten, hoffe ich dann zumindest. Das ist die Agenda. Ich habe 5 Fragen mitgebracht. Was kann Content-Marketing leisten? Ist meine Idee von Content-Marketing. Ihr wisst, der Begriff ist so schwammig. Wenn ich ihn jetzt noch einmal sage, brecht ihr wahrscheinlich auch gleich. Das wird jetzt aber noch ein paar Mal vorkommen leider müssen. Dann, wie organisieren wir Content-Marketing bei Zalando? Also wie habe ich das die letzten 5 Jahre und 15 Tage aufgebaut, seitdem ich da bin? Was für Content-Marketing-Projekte machen wir? Da zeige ich euch einmal, was unser Projektmanagement Office, unser PMO ist. Wer weiß, was ein PMO ist? Wer hat sowas im Tech? Ja, das kann man sicher auch im Marketing verwenden, habe ich mir mal gedacht. Funktioniert auch astrein. Vielleicht hilft euch das. Dann habe ich 2, 3 Beispiele mitgebracht. Da gehe ich nicht zu sehr ins Detail. Könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr wollt oder nicht. Dann habe ich 3 Vorhersagen Content Marketing 2017 mitgebracht. Das können wir dann auch gerne diskutieren. Ich weiß nicht, ob das der allerletzte Schrei ist, der dann da steht, oder ob ihr das schon alles kennt. 1, 2 Sachen sind aber sicherlich spannend hier. Und dann Quick Wins habe ich 3, 4 aufgeschrieben, die man vielleicht leichter umsetzen kann, weil der erste Teil ja doch sehr theoretisch ist. Und bevor man sein Managementziel oder sein Unternehmenspurpose ändert, dauert das 1, 2 Tage. Gehen wir rein. Was verstehe ich unter Content Marketing? Content Marketing ist nicht mehr nur da, um zu sagen, Schuhe kaufen. Ja? Tamaris Stiefel schwarz 39 sehe ich hier. Das ist es nicht mehr, sondern Content Marketing hilft im gesamten Entscheidungsprozess. Also auch wie, was ist Oxford-Schnürung oder was, wie putze ich weiße Sneaker oder was ziehe ich zu einer Hochzeit an oder welche Tasche nehme ich mit zu einer Hochzeit. Ja? Ich glaube, da haben 1, 2 Frauen mal drüber nachgedacht. Das muss man dem ganzen Funnel anbieten, ja, also auch vorne. Und das muss auch so optimiert sein, dass der User das natürlich in der Suchmaschine findet. Der muss das aber auch finden, wenn er die App hat. Und der muss das auch finden, wenn er auf der Seite ist. Ja, also es ist nicht so, dass irgendwie der privilegierte User über Google, der findet das, weil man eine sehr optimierte Seite hat. Aber auf der Seite ist man gar nicht sichtbar. Ich glaube, der Content Marketing hilft dem User im ganzen Entscheidungsprozess über alle Touchpoints hinweg. Verbindend. Ich habe versucht, das hippe Wort Engagement hier zu übergehen. Ja, also Content Marketing stärkt die Verbindung zum User. Der soll öfter wiederkommen. Ja, als KPI sagen die großen Firmen dann immer MAU und DAU und so und was ist ein Daily Active User, Weekly, Hourly Active User, der HAU. Ja, ja, solche Sachen sollen gesteigert werden und das steigert man, glaube ich, indem man sagt, okay, ja, Schuhe kaufen auf 1 ist gut, aber was ist denn Content, was den User wirklich sagen wir mal, täglich wirklich auf die Seite bringt. Ja, also quasi, wie dass er täglich in der App rumsuchen muss. Ja, das glaube ich, muss Content Marketing anbieten. Auch wieder mehrere Touchpoints. Auf der Seite muss das angeboten werden. Das muss auch in der App übrigens angeboten werden, wenn man eine App parallel hat. Ja? Und balancierend, Content Marketing muss gleichzeitig informieren und entertainen. Bin ich ein ganz großer Fan davon. Ja, und das habe ich auch oft ausgetestet.
wenn man einen Guide macht, der wirklich nur guidet, also do-it-yourself Wollmütze, was glaubt ihr, was das langweilig ist? Das guckt sich kein Mensch an. Ja, also ohne Entertainment, ohne Spaß im Content wird das nichts. So, das ist, glaube ich, nicht nur im Fashion-Bereich so. Selbst beim Guide zu einer Spiegelreflexkamera kann man da coole Sachen machen. Das Guiding, das am Ende doch den Funnel zum, er findet das richtige Produkt und kauft das, ja. Aber niemals vergessen, dass er bestimmt nicht wiederkommt, wenn das Ding langweilig ist oder die falsche Lösung hat oder er überhaupt keinen Spaß daran hatte, sich darüber zu informieren. Seht ihr das ähnlich irgendwie? Macht das Sinn? Das sind die drei. Wie organisieren wir Content Marketing bei uns? Dazu haben wir das Content Marketing haben wir es aus drei Blickwinkeln angeschaut. Das sind unsere drei Grundpfeiler, wie wir bei Zalando Tech arbeiten. Das ist Purpose, Mastery and Autonomy. Das ist quasi der Grundgedanke von Radical Agility. Also wie ist man radikal schnell in einer Firma, in IT-Departments. Und das habe ich mal versucht für Content Marketing zu übersetzen. Ich erkläre es euch. Purpose. Also was ist mit Purpose gemeint? Man könnte auch sagen, der Grund, warum man arbeitet. Ich glaube aber, im Purpose steckt noch ein bisschen mehr Magic drin, als wenn man jetzt einfach sagt, der Grund, warum jemand arbeitet, ist, keine Ahnung, Geld verdienen, keine Ahnung. Purpose heißt, jemand hat seine Berufung gefunden, er macht das, was ihm Spaß macht. So, ich glaube, im Purpose steckt viel mehr drin, als einfach nur ein Grund. Und das muss man für eine Firma herausfinden. Ja, man setzt eine Vision auf, zum Beispiel reimagine Fashion for the good of all. Ja, also denkt mal für alle mit, so wie kann man dem Cotton Picker helfen am Ende des Tages. Das hilft einmal dem Content Marketing Mitarbeiter vielleicht noch nicht und mir vielleicht auch nicht. Das heißt, so eine Company Vision muss man immer eine Team Vision oder Mission vielleicht übersetzen. Das habe ich dann gemacht, habe mir überlegt, was könnte denn der Purpose für uns sein, also irgendwas Offer the best search experience, the best content in the world, ja, je nachdem, was man eben macht, sucht er dein Department Purpose. Das motiviert die Leute schon viel mehr. Damit können sie genau täglich anfangen und ihre Handlungen dran alignen. Dann sagen sie, wenn ich den besten Guide machen will, dann muss ich eben auch schauen, was haben US-Firmen da am Markt? Ja, was hat der Marcel da schon für einen Guide am Start bei Otto.de? Ja? Und nur wenn man das schlagen kann, dann sollte man antreten und das auch versuchen. Das glaube ich, motiviert Leute. Mastery. Mastery heißt, jedem in meinem Team erlaube ich, das sind im Moment 66 Leute, ein Experte in einem Feld zu werden. Oder ich erwarte, dass er in einem Experte, der Beste in seinem Land, vielleicht in einem Thema, egal wie klein oder groß das ist, dass er das wird. Ja, also ich habe jemanden da, der kümmert sich darum, dass er der Allerbeste in Search Metrics ist. Dass er alles weiß, ja, wenn ich nicht weiß, wie man aus der API Daten kriegt und warum die unterschiedlich sind, dann kann ich genau diese Person fragen und der weiß das und der kann auch die API dazu bedienen, wenn es sein sollte. Das habe ich auf allen Feldern, also auch nicht nur toolbasiert, das kann man sich ja leicht denken, sondern auch für Interfaces, ja. Jemand soll das beste Interface zum Einkauf machen. Das heißt, wir können Search, ja, was sucht er? Die Leute suchen Culottes, das sind Dreiviertelhosen. Der Einkauf kauft das eben auch. Also dieses Zusammenfallen, diese Schnittstelle. Dafür habe ich eine extra Person, die sich nur um solche Sachen kümmert und der Experte ist. Motiviert Leute auf jeden Fall, ja. Und man wird als Department natürlich besser, ja. Also entweder du wiederholst es oder... Ja, also die Frage ist, was mache ich, wenn jemand krank ist? Jeder hat ein Substitut, Regel Nummer 1. Jeder baut ein Substitut auf, Regel Nummer 2. Also ich habe meinen eigenen Substitut, falls ich krank werde. Der hat wiederum sein Substitut. Das gilt natürlich auch für Expertenrollen. Das heißt, in Searchmetrics sitzt da einer zusammen. Man kann die auch Ambassadors nennen, wenn man jetzt total hip sein will. Dann ist der Searchmetrics Ambassador, ja, oder der Mobile Ambassador habe ich tatsächlich und die Leute stehen auch drauf und es macht sie besser. Meine Frage bezieht sich auf die Search-Persona, jetzt ist kein neues Konzept. Inwiefern hilft das, um User über verschiedene Geräte nicht mit demselben Content zu nerven, sondern eben eine Fortführung der Search-Experience darzustellen? Puh, schwierige Frage, kann ich so gar nicht beantworten, weil ich sie nicht ganz verstanden habe. Kannst du dir nochmal in einfache Worte für mich verpacken? Gerne.
Wie trackt ihr Nutzer auf verschiedenen Geräten? Also ich breche auch. Cross-Device-Tracking ist natürlich eine schwierige Frage. Contents ausspielen habe ich, weiß ich auch nicht genau, was du meinst, weil meinst du damit Produkte, meinst du damit Texte, meinst du damit Bannermaterial? Ihn durch seinen Funnel durchzuführen. Einfach den Funnel vorzuführen. Also Cross-Device-Tracking ist, glaube ich, relativ schwierig, so Fingerprint-Methoden und so gibt es. Trotzdem, glaube ich, hat noch keiner den heiligen Gral gefunden, über alle Endgeräte den Nutzer komplett durchzutracken. Das wäre utopisch. Kann ich nachher bei Amp ja darauf eingehen, da haben wir gerade so ein, habe ich mit Rocket von diskutiert, dass einfach verschiedene IDs vergeben werden, auf einmal durch verschiedene Tracking-Systeme auf einer Amp-Seite und der danach folgenden normalen Produktseite. Zack, hast du den Fuck up. Also ich glaube, das muss man ja noch viel weiterdenken. Jetzt kannst du den Cross-Device tracken und hast den User. Du musst ja trotzdem wissen, in welchem Micro-Moment ist der. Ist der morgens um 9 und sucht ein Kleid oder ist er abends um 9 an einem Pad und sucht ein Kleid? Das eine braucht dringend was so und in dem anderen Fall sitzt er mit den Freundinnen zusammen und will einfach nur rumsurfen. Ja, also beides Male, einmal musst du irgendwas, was Same-Day-Delivery ausspielen, das andere Mal kannst du teure Kleider anbieten. Allein da unterscheidet sich ja schon, was du dem User ausspielen musst. Nicht nur in der Sortierung, auch in den Formaten. Also das ist, glaube ich, ein recht großer Bereich. Mache ich eine neue Präsentation für dich. Vielleicht. Nicht zu viel versprechen. Autonomy. Das Thema habe ich lange überlegt, gerade mit so Abteilungen, wo Autonomie noch nicht so angekommen ist. Nehmen wir mal eine Grafikabteilung, wo sehr klar gesagt wird, was gemacht werden muss. Baubanner X bis morgen. Ja? Das heißt, da ist der Autonomiegrad relativ klein. Wenn man sich länger überlegt, kann man sagen, okay, wenn jemand erstmal eine Vision hat, dann ein Objective hat und dann sagt, wie messen wir das am Ende? Also man gibt das Was vor, ja, baue den besten Guide für X und das Wie dem Mitarbeiter überlässt, hat einen sehr hohen Grad wie er seine Arbeit strukturieren kann, ist super motiviert, ja, er baut genau das, was er gut findet, mit den Mitteln, die er bauen kann, hilft ihm dann natürlich dabei, dass es nicht in irgendwelche falschen Richtungen geht, aber da gibt es ja genug Methoden, um das zu verhindern. So hat der Mitarbeiter einen sehr hohen Autonomiegrad, ist super motiviert und man muss es nicht über Kontrolle regeln. Das wären dann auch hier die drei Key Learnings rechts. Der Begriff Change Management finde ich persönlich ist negativ belegt immer noch. Was sagt ihr? Ist das nicht negativ belegt? Wer ist dafür, dass Change Management immer noch ein bisschen negativ belegt ist? So. Okay, also doch positiver als ich gedacht hätte. Viele Firmen leben das ja sofort. Ich glaube, durch so ein Modell ist das fast überflüssig, diese ganzen Change-Management-Workshops und Vorgehen zu machen, weil die Agilität gibt das quasi vor. Man hat einen konstanten Change bei Internetfirmen, bei schnell drehenden Firmen. Das heißt, man braucht nicht so wie so ein Step-Modell im Change-Management, sondern man optimiert sich ja agil weiter. Innovationsgrad nimmt zu, Geschwindigkeit auch durch die Autonomie und Kontrolle wird eben ausgetauscht durch Motivation. Ja, macht das Sinn? Wie strukturieren wir das als Organisation? Ich habe das Content Marketing als großen Layer, als Paket. Darunter sind 4 Säulen. Ich glaube, es sind sogar 5, aber irgendwer hat mir das verboten zu zeigen. Nein, ist auch was anderes. Also, wir Tech-SEO, super wichtig, und das läuft gar nichts. Erkläre ich gleich mal ganz wenig im Detail. Weiß vielleicht auch jeder von euch, also ohne technisches SEO-Know-how und was mit internationalen Domains und bei großen Firmen eine Anforderung auf einen zukommen, ist ohne ein Tech-SEO-Team nicht möglich. Bei mir sind das im Moment 5 Leute, die das machen. Das sind keine Developer, das sind Tech-SEOs, die ein Interface haben, ins Tech-Department zu einem Entwicklerteam oder ja. Outreach. Linkbuilding hat sich geändert, ja. Ich weiß nicht, ob der Camper oder irgendwie große Linkbilder hier rumsitzen, ja, oder Dom irgendwo. Naja, heutzutage, gerade als große Firma und gerade als Stock Comedy, ist ja das, wie man Projekte promotet am Markt, eine ganz andere Sache geworden. Ja? Man versucht ganzheitlich, man versucht erstmal Videos, man versucht große Materialien herzustellen und verbreitet die am Markt. Ich habe gleich mal einen Slide, was es alles für Möglichkeiten gibt dazu. Eine Slide zu den lokalen Mitarbeitern. Das heißt nicht, dass die lokal sitzen, sondern nur, dass sie aus dem jeweiligen Land kommen. Und das Projektmanagement. Das sind die 4 Bereiche, die ich habe. Da in die gliedern sich die Mitarbeiter auf.
verständlich, ja. Textseo. Mal so ein ganz, ganz Mini-Auszug von Oberthemen, die wir in unserem internen Guide haben, was wir im Textseo alles beachten müssen. Das könnt ihr fotografieren, ihr habt gar kein Learning daraus, weil da steht nichts dahinter, glaube ich. Aber es zeigt, in welche Richtung Textseo sich entwickelt. Die Komplexität nimmt super zu. Und diesen Deep Dive, den kann man, glaube ich, als Einzelperson, wenn man jetzt noch alle anderen Säulen managt, fast nicht mehr leisten. Und ja. Zweite Säule, Outreach. Outreach ist die Summe der Aktivitäten, wie man die gesamte Domain, aber auch einzelne Projekte vermarktet. Sprich, wie kriege ich am Ende dann doch Links auf die Seite? Ja, muss man sagen. Wie kriege ich Visits auf die Seite? Wie promote ich so Sachen, dass das Google-konform ist und trotzdem viele User sehen? Sicherlich ist es leichter, wenn man ein gewisses Werbebudget immer dahinter packt. Ja, keine Frage. Fangen wir an mit Influencer-Marketing. Wir haben unser eigenes Influencer-Marketing-Tool, Collabory. Das könnt ihr auch nutzen, das ist übrigens öffentlich. Dort kann man den Influencer anfragen, ob er irgendwas toll findet und ob er damit arbeiten will. Kann aber auch eine große Brand sein oder je nachdem. Dann haben wir ein Influencer-Management. Das gibt es im Brand-Marketing für, ich sag mal, die großen YouTuber. Ja, da macht man sowas natürlich. Aber wir haben natürlich auch unsere eigenen Influencer, die wir toolbasiert managen. Native Ads. Wer von euch hat schon mal Native Ads ausgespielt, also aus der Seite, um damit Werbung zu machen? Ja, okay. Sowas wie Outbrain, Taboola, Plista in Deutschland. Also gibt es ein paar Anbieter, habe ich unter QuickGins nachher vielleicht einen Mini-Tipp für euch. Outreach bedeutet für uns immer, wir nutzen zum Beispiel Outbrain im Moment, um unseren Yoga-Guide zu promoten. Also immer, wenn auf Spiegel.de ein Artikel über Yoga ist, würde ich verwetten, dass darunter unsere Videos so, was ist Hot-Yoga oder so, darunter zu finden sind, als Erweiterung des Contents da. Und auch, ja, holen wir, das war die Frage von einem Kollegen von, holen wir den User auch wieder an einem guten Punkt in seinem Funnel ab. Ja, war vielleicht auf Zalando, jetzt liest er auf Spiegel.de, und sieht aber unten den Yoga-Guide am Ende kauft er sich eben die Yogamatte oder Leggings bei uns auf der Seite. Data-Marketing ist ein großes Buzzword, füllt, glaube ich, auch Stunden an Diskussionen. Wir versuchen, das versuche ich jetzt schon seit dem alten Gebäude, ich glaube seit 3 Jahren, aus unseren Daten gewinnbringend Marketing zu machen. Das ist nicht einfach, weil so einfach so der Ansatz zu sagen, ja okay, rote Schuhe versus blaue Schuhe in Frankreich, Deutschland, das ist nicht witzig, ja. Das, ja, oder High Heels sind, je östlicher man kommt, höher als westlich. Stimmt so, aber ist auch irgendwie nicht cool. Das heißt, versuch erstmal aus deinen Daten sinnvolle Informationen rauszuholen, um die zu vermarkten. Da meine ich eine Infografik mit ja, keine Frage, aber auch Daten, die dem B2B-Business gut tun, also ein E-Tailment, sind die an Verkaufszahlen von X interessiert. Da müssen das Daten sein, die der Kolmar da nicht abgreifen will, damit Otto damit dann sinnvoll Kategorien besser einkaufen kann oder so. Oder wir uns damit sogar verbessern, wer weiß. Nutze die Sachen, die Daten, die du hast und versuch das zur Vermarktung zu nutzen. Klassisch Seeding, ja, also streue was aus, ohne nachfassen und gucke, ob Pflanzen daraus wachsen. Immer noch ein beliebtes Instrument. Und Cross-Channel. Einfach mal aufgeführt, dass die Performance-Kanäle die Content-Marketing-Projekte unterstützen. Also wenn wir jetzt einen Yoga-Guide machen, würden wir auch Facebook-Marketing dafür betreiben. Wir würden Banner-Kampagnen schalten. Hey, hier ist irgendwie was Neues am Start. Man könnte es auch überall Affiliate spielen. Man kann es sogar in Pakete beilegen. Ja? Man kann also ein kleines Booklet, die 8 Yoga-Arten ins Paket legen. Hat dann Preis X wahrscheinlich intern. Und das dem Endkunden zuschicken, wo man genau weiß, der hat Yoga-Sachen bestellt. Tech Yoga zum Beispiel. Ja, finde ich relativ cool. Nummer 3, lokale Mitarbeiter. Wir haben 4 Säulen immer noch. Wir sind in 14 Ländern tätig, plus Luxemburg. So groß wie Hannover. Also von der Anzahl der Leute, sollte man nicht vergessen. Ich habe es auch eingefärbt. Die Länder verhalten sich tatsächlich unterschiedlich. Ja, wir clustern die nochmal. Ich glaube, das da sind auch so in etwa die Cluster, die wir im Moment haben. Sprich, so in Deutschland ist ein relativ großer Markt. Ja,
Ich glaube, da gibt es öffentliche Zahlen, wie groß das für uns ist. Österreich, Schweiz behandeln wir ähnlich. Benelux, Nordics als ein Cluster verhalten sich auch sehr ähnlich. In jedem Land sitzen Mitarbeiter aus dem Land. Also das heißt, da gibt es eine Mindestanforderung. Das Set ist, habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber sicherlich 5 Jahre in dem Land gearbeitet oder 5 Jahre die Sprache gelernt vor Ort. Also das sind fast immer Natives, ja, für alle Bereiche. Also von Departmentleiter bis hin Content-Schreiber, Ads-Pfleger, was auch immer. Ich glaube, das ist ein Schlüsselfaktor. Ich glaube nicht, dass man den französischen Markt betreten sollte, ohne Franzosen zu haben. Okay. Vierter Punkt. PMO, also das Projektmanagement Office, sorgt dafür, dass große Projekte gemanagt werden. Da gibt es gewisse, nennen wir es mal Cliffs, die man erreichen muss, damit das PMO sich um ein Projekt kümmert. Ja, wenn das jetzt nur 3 Seiten sind mit 3 Bildern, wird sich da das PMO nicht dran sitzen. Das PMO sind im Moment, sagen wir mal, 3 bis 10 Leute, mach's mal ein bisschen schwammiger hier, die sich um die Steuerung der Projekte kümmern. Ja, so ein Projekt hat sicher auch sein Budget, ja, da, um so ein Video zu erstellen. Oder wie bei Yoga zeige ich euch gleich mal so ein paar Materialien, braucht man einfach Budget X und auch interne Ressourcen, braucht man dafür 14 Länder mal 1 bis 2 Leute. Ja, das ist also sehr viel gebunden, das sollte man schon relativ gut aussteuern. Was ist das Ziel? Projektmanagement internationaler Projekte perfekt zu machen, Projekte einmal Goals aufzusetzen, ja, und die dann später auch zu messen, das auch nachzuhalten, sich davon auch nicht ablenken zu lassen, passiert ja auch immer gerne bei Projekten. Und als Ansatz zu sagen, alles, was wir durch das PMO jagen, ist immer gebaut, um dem User zu helfen. Ja, also es hat keinen anderen Grund, außer dem User in seinem Funnel zu guiden. Holistisch heißt, wir würden also auch für Yoga eher 40 Seiten als 3 Seiten bauen. Und natürlich kann man 3 Seiten bauen und versuchen, den Sale zu erreichen. Ist das, was ein Kunde will, also wenn man etwas baut, was 2, 3 Jahre am Markt und dann mit, was Herr Erik erzählt hat, renewt man das und dann läuft da 6 Jahre. Ich glaube, der Ansatz muss sein, dass man das holistisch macht, ja, und alle Fragen beantwortet. Aber wo ist die Idee? Wenn man es nicht beantwortet, springt er ja doch ab und dann guckt er bei Otto, ach, die machen eine Hot-Yoga-Erklärung, gut, kaufe ich da, zack. Also ich glaube, es funktioniert nicht mehr, einfach so ein One-Pager hinzusetzen und das war's. Das ist das PMO. Dann habe ich Kriterien mitgebracht, mal so 5 Stück, eigentlich sind es 10. Hier mal so die größeren, wie wir Projekte bewerten in der Phase, bevor das Projekt überhaupt durch das erste Gate geht. Ja, in dem Gate sitzt dann irgendwer drin, der vielleicht Fashion-Kompetenz hat, also ich nicht, sondern ja, oder der je nach Projekt, der von Yoga Ahnung hat. Ja, bis dahin werden sich Kriterien angeschaut. Gibt es einen Demand? Demand hört sich toll an. Ja, ich glaube, wenn kein Trend, wenn kein Suchvolumen da ist, macht das Ganze einfach keinen Sinn. Ist der Business Impact signifikant, sprich, hast du Produkte dafür? Ja, hast du Produkte, die du verkaufen kannst? Gibt es im Funnel Interest beim User, um da reinzuspringen? Ist das Konzept überhaupt sinnvoll für uns oder ist es vielleicht eher eine Kampagne? Ja, ist ja nicht schlimm, wenn irgendwer sagt, Schlauchschals sind jetzt total in. Kennt ihr noch Schlauchschals eigentlich? Ja, waren ja mal so 3 Tage hip. Dann wird das eingekauft, aber das ist dann eben eine Kampagne und das hat dann nichts mit Content Marketing zu tun, wie ich es verstehe. Ist das Konzept Guiding und Selling? Kann man einen Guide daraus bauen, der über 2, 3 Jahre den Leuten im Funnel hilft hat es am Ende irgendwas, ja, am Funnel-Ende, was man verkaufen kann? Haben wir einen Fashion-Fokus? Haben wir einfach nur einen Fokus auf unser Business, sollte man sich immer fragen. Ich glaube, ich könnte auch einen Zigarren-Guide oder einen Whisky-Guide schreiben, finde ich auch witzig, ja, oder einen Mountainbike-Guide, ja, oder einen Angel-Guide, aber wie weit ist das entfernt von dem eigenen Business dann schon, ja? Kann man da überhaupt der Beste werden? Werde ich den besten Angel-Guide auf Zalando nur, weil wir Gummistiefel haben, schreiben? Das macht das Sinn? Glaube ich nicht. Fokussiert an dem eigenen Unternehmenssinn, macht schon Sinn. Passt das in die Gesamtstrategie? Kann ich es also allein einmal an der Saison, kann ich es allein an, was der Markt hergibt, was die Brands einem auch anbieten, ja, was man an Produkten da hat. Gehen wir eine gewisse Matrix durch und am Ende kommt dann so ein schönes Bild raus. Man kann ziemlich genau sehen, welches Projekt zu welcher Zeit
den meisten Sinn macht. Ja, also vielleicht sind Lederjacken jetzt noch drin, ein Lederjacken-Guide. Ich tippe mal aber eher, dass so ab April Swimsuits, Shorts und so weiter angesagt ist, wenn man es so priorisiert. So sieht so ein Workflow aus, ganz vereinfacht, dann gibt es den relativ groß. Ich habe die Daten hier nochmal nachgepflegt, da waren die Wochen falsch eingetragen. Was ich eben erzählt habe, ist die Pre-Project-Phase. Projektbewertung, dann kommt ein Gate-Meeting, wir sagen, zack, es geht los, dann kommt der Project Startup, alles wird gesammelt, was wir haben. Dann Project Initiation ist der Prototyp, wenn man so will. Ja, sagen wir mal, ein Land, Spanien, baut einen Prototyp, stellt das live, wir können schon ein paar Sachen da antesten. Delivery ist, wir rollen es aus, ja, alle 14 Länder, alle Seiten, zur Promotion-Phase. Es kann 4 Wochen sein, das ist, bei Yoga läuft das jetzt 6 Monate, also je nachdem, ob man das in Flights macht, wie auch immer, finde ich, wird es auch manchmal vergessen, ja, man bringt was live und dann, nur weil es live ist, heißt das erstmal gar nichts. Das heißt, ich glaube, so Promotion-Punkt sollte nicht unterschätzt werden und Closure haben wir auch immer falsch gemacht, im ersten Jahr. Man baut was ganz schnell fertig und dann hat man schon die nächsten 3 Projekte in der Pipeline, baut das. Wer misst das eigentlich? Wer pflegt das ein, macht die Sachen vergleichbar und sagt, was gut funktioniert hat, was nicht und transferiert das auf die neuen Projekte? Ja, das ist Arbeit. Also da sitzen Leute und müssen das analysieren. Halte ich für mich sowieso so wichtig, aber wird gerne unterschätzt und werden einfach keine Ressourcen bereitgestellt, weil dann lassen wir das neue Projekt machen. Also Closure und dafür schöne Dokumentation, wie man die Sachen verarbeitet, ist sinnvoll. Tools und Methoden, das ist fast schon der Quick-Win hier mit den Tools. Online-Dokumente, der banalste aller Punkte. Habt das mal erlebt, wenn einer nicht mit Online-Dokumenten arbeitet, sondern mit einer PowerPoint, dann ist der gesamte Prozess der beteiligten Leute kaputt, sagen wir mal. Da ist der Lack. Ja? Wenn man nicht online mit Online-Dokumenten arbeitet, in großen Abteilungen, hast du immer die Person, die das auf Papier mitnehmen, aber 13 andere Leute müssen damit schon weiterarbeiten. Das ist das, was eigentlich langsam macht, wenn man nicht kollaborativ mit gewissen Tools und Ansätzen arbeitet. Das ist jetzt nur ein Punkt, davon gibt es ja weit mehr. Aber Online-Dokumente bin ich ein riesen Fan von. Und jetzt könnte man sagen, okay, natürlich ein PowerPoint sieht immer noch einen Millimeter schärfer aus, wie es dargestellt wird, als so eine Google-Präsentation. Ja, okay. Dann Tools mal Trello genannt, Asana, ihr kennt sie alle, also Tools, die wirklich innerhalb von einem Tag von jedem Mitarbeiter eingesetzt werden können, wenn man es vernünftig aufgesetzt hat, um an Themen zusammen zu arbeiten. Das wird natürlich jetzt nicht ausreichen, wenn man so ein PMO-Projekt oder ein IT-Projekt hat, nimmt man dann wahrscheinlich eher in andere Ticketsysteme, wie so ein Jira hier oder so, Jira, auf dem. Das Ganze, die ganze Speicherung der Sachen, also wo liegt vor, wo die Dokumentation festgehalten wird, wo die Ziele und dafür nutzen wir im Moment Confluence, finde ich gut, also jetzt nur für meine kleine Abteilung, weil es auch einfach zu benutzen ist, wir haben jemanden, der ist Experte in Confluence, kann das also super benutzen, ist auch das Interface, kann da relativ effizient für alle sichtbar alles aufbereiten, für alle Länder, also für uns eine gute Sache. Methoden, habe ich mal 2 aufgeschrieben, wie wir im PMO vorgehen. Also wir haben uns Radical Agility angeschaut, wir hatten das vorhin oben in dem anderen Workshop, was bedeutet Scrum, Burndowns, Stand-Ups und so. Wir haben uns da die Sachen rausgepickt, die für uns Sinn machen. Ja, müsste man sich vielleicht mal buchen und dann gucken, was gibt es für Methoden, welche passt zu mir. Das gleiche haben wir mit Prince 2 gemacht. Da habe ich mal eine Frage, wer von euch kennt die Projektmanagement-Methode Prince 2? Weil ich kannte die vorher fast gar nicht und nur, das scheint nur in England populär zu sein. Also so 10-15%. Okay. Relativ mächtig, so ab Projekten ab 500.000 Euro wird die eingesetzt. Kann man sich aber auch ein paar Sachen, gerade in Dokumentation und so weiter, rausziehen. Haben wir auch gemacht und dann eben unseren eigenen Projekt-Workflow kreiert. Einfacher zu gestalten sind Jumpseats. Die Agenturen würden wahrscheinlich Warrooms sagen, weil das irgendwie cooler klingt. Jumpseats sind Bereiche, wo Leute an Projekten arbeiten können. Also normalerweise arbeitet jemand für Italien,
und macht da On-Page-SEO. So, jetzt machen wir aber Yoga. Das heißt, alle aus allen Ländern, 14 Leute sind das dann wahrscheinlich, sitzen auf Jumpseats, die dann für 4 Wochen geblockt sind in dem Reich und arbeiten nur an Yoga. Ja, das Ganze kann man dann auch noch in so einen Raum packen, dann hat man vielleicht so einen War-Room. Macht das Arbeiten aber viel schneller, agiler und effizienter, als wenn die sich irgendwo austauschen und über 3 Floors hinweg sitzen. Ja. Gut. Was machen wir für Projekte? Jetzt habe ich von einem tollen Yoga-Guide die ganze Zeit erzählt. Jetzt kann ich gar kein Yoga und kann auch mit den Begriffen wenig anfangen. Wer wollte was? Nein? Konstantin zeigt euch gleich ein paar Yoga-Übungen zum Auflockern. Wir haben etwa 40 Seiten gebaut in allen Ländern, also mal 14 Märkte. Dazu alle Yoga-Arten, glaube ich, als Video dokumentiert, paar Verkaufsseiten, ja, was ist die beste Yoga-Matte oder so. Also relativ holistisch das ganze Thema Yoga und mit dem Produktportfolio, was wir haben, angegangen. Wir haben über alle Länder 170 PR-Clippings. Quasi der KPI ist hier gar nicht mehr links, sondern wo werden wir erwähnt, ob da jetzt ein Link drin ist oder nicht, ist jetzt auch, glaube ich, an der Masse dann nicht mehr wichtig. Ja. Ist einfach nicht der KPI, der mal wichtig mehr ist bei so großen Sachen. Wir haben im Moment 800.000 Visits drauf und das Ding läuft jetzt ja 2-3 Jahre. Ja? Also, coole Sache. Hat eine Person tatsächlich relativ lange dran gesessen, die anderen hatten wir pro Land, ich glaube, 3 Monate, um alles, also den ganzen Prozess durchzugeben mit Seeding. War eine gute Sache, Mobile First gedacht. Das Zweite, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen, das ist auf der Seite bei uns jetzt oben links, der Tab heißt schon Editorial, früher stand da irgendwie News and Style, das wird promoted ab nächster Woche. Das heißt, ihr seid die Ersten, die das hier quasi prominenter sehen. Das ist ein Bereich, das ist unser Magazin. Ja, das kombiniert Content Marketing und Brandinhalte. Sprich, da, wenn jemand sagt, Scandi-Style, also wie ziehen die sich Skandinavien an, ist total hip dieses Jahr. Dann gibt's da vielleicht einen Mini-Trend, wenn ihr in Google Trends geht. Es gibt kein Suchvolumen, aber trotzdem glauben wir, dass wir den Markt in die Richtung verändern können. Also ist es hier drin. Gleichzeitig ist dann aber auch drin, Adidas Gazelle vielleicht nicht, aber der Yoga-Guide wäre jetzt auch hier drin, da wäre auch drin der Fußballschuh-Guide. Also alles, was der Kunde zentral an Content-Inhalten finden kann, wird im Editorial gespielt. Bisher haben wir 700 Seiten etwa gebaut. Die sind alle gut geschrieben. Ich kann das schwer beurteilen, muss ich sagen. Aber da sitzen Leute dran, die normalerweise für recht große Magazine schreiben im High-End-Bereich. Also das ist schon eine coole Sache. Bisher ausgerollt auf 9 Länder und hat schon 1 Million Visits, obwohl es noch nicht publiziert wurde wirklich, sondern auf der Seite ist und wir 1-2 kleinere Maßnahmen gemacht haben. Weitere Beispiele, ich dachte, André wäre hier und ich tue ihm Gefallen, habe deshalb hier den 1&1 Digital Guide, glaube ich, da reingepackt, einfach mal zu sehen, wie können solche Magazine, solche Großprojekte noch aussehen. Ja, also hier links haben wir mal eins, wo ich sagen würde, da ist der Fokus eher auf wirklich auf Search noch, ja, in Search gefunden zu werden und da wird Content Marketing benutzt, um große Search KPIs zu erfüllen. Rechts beim Turn-On Magazin, das kenne ich jetzt schon ein Jahr, ich habe da mal so ein Konzept zugesehen. Das ist eine super Sache. Das verbindet den E-Commerce-Teil mit dem Magazin-Teil. Ja? Also so ein ganz einfaches Beispiel wäre für euch sicher auch relevant. Du bist auf einer Produktdetailseite für Spiegelreflexkameras. Unten steht, hier ist der Spiegelreflexkamera-Guide und dann kommt man ins Magazin über den Link und der gleiche Weg rückwärts. Also eine komplette Verzahnung der editoriellen Inhalte mit dem Shop. Also nicht mehr /Blog und dann stehen da komische Sachen, sondern jeder Artikel in einem Blog oder in einem Magazin, wie auch immer man das nennen will, hat mehr als nur einfach so, wir wollen jetzt mal hier einen Artikel raushauen, sondern der ist direkt verknüpft mit dem Kerngeschäft, mit dem E-Commerce-Shop, mit dem Guiding-Element, es wird im Funnel angeboten, da wo der Kunde das braucht. Finde ich relativ spannend. Dann habe ich 3 Vorhersagen mitgebracht. Was wird passieren? Es wird noch schneller. Wir haben jetzt nicht nur eine AMP-Testseite aufgesetzt. Wisst ihr, was AMP ist? Von Google das Format Accelerated Mobile Pages. Ja, ist nicht, ehrlich gesagt, ist Open Source. Ja, habe ich das aufgeschrieben? Naja, ist auf jeden Fall Open Source, aber Google hat da keinen kleinen Betrag in die Entwicklung reingesteckt.
Accelerated Mobile Pages sorgen dafür, dass deine Seite geprerendert wird und unter einer Sekunde lädt. Das habt ihr bei News manchmal schon. Wenn ihr am Handy nach News sucht, dann steht da manchmal AMP davor. Und dann ist der, lädt der instant, ne? weil er quasi da ist. Die Seite ist super abgespeckt, da kann man sich drüber streiten. Ja, das muss man bauen, alles keine Frage. Aber wenn ihr das einmal am Telefon wirklich als Experience hattet, die Seite ist sofort da. Ja? Das ist der Knaller. Also ich glaube, da wird es hingehen, weil jeder, der dann irgendwie 4 oder 6 oder 8 Sekunden warten muss, der wird beim nächsten Mal die M-Seite anklicken. Glaube ich, da ist was drin. Die News-Seiten, wie gesagt, nutzen das schön für statische Inhalte, auf jeden Fall eine Idee. Kann sinnvoll für das eine oder andere Geschäftsmodell sein. Nicht nur noch schneller, sondern noch besser. Ich habe zu Hause ein Google Home. Das hat mir jemand aus New York mitgebracht. Das ist relativ witzig. Meine Tochter ist 1,5, mein Großer ist 8. Die Kleine steht morgens, wir sitzen am Frühstückstisch, essen alle zusammen und dann sagt sie mal Google. Sie kann auch nicht okay Google sagen, weil du musst okay Google sagen, damit der anspringt. Und du musst ihn auch auf Englisch fragen, das ist ein bisschen nervig ist. Aber du sagst okay Google, what's the sound of a dog? Das kann man dann von Cheetah bis sonst was, das kann man der ganzen Welt durchspielen. Oder Musikinstrumenten. Und da steht die drauf. Also nach Mama, Papa kam Google. ja, noch lachen wir ja. Wollte ich euch aufnehmen. Ist relativ schwierig, aber super niedlich. Der Große kann damit Hausaufgaben machen. What's the population of Canada? Und dann kommt so ein Kram, oder? Norman, your next meeting starts in 10 minutes und so. Also ist eine witzige Sache. Das wird irgendwann ganz hart da sein, ja? Und dann ist eben die Frage, Google, I need new business shoes. Ja, und da muss man, glaube ich, kommen und sich connecten. Der Markus hatte das vorhin schon ganz gut erzählt mit dem Amazon Alexa Echo-System ist das schon ein bisschen besser möglich, funktioniert auf Deutsch, da gibt es irgendwie über 500 Properties, die verbunden sind. Also, also wenn er bei Amazon, glaube ich, sagt, ist irgendwer von Searchmetrics hier, der das bestätigen kann, wenn man beim Amazon-Teil sagt, was ist die Sichtbarkeit von Zalando.de, dann spuckt deine Searchmetrics-Sichtbarkeit aus, ne? Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ach so, die Time is over heißt das. Naja, ich dachte, das wäre, ich soll nichts erzählen. Gut, gut. Hatten wir hier Lautstärke zu Bursex Video? Ich habe mir ein... Ach, haben wir nicht. Wir haben eh keine Zeit mehr. Und bin eigentlich relativ... Ihr könnt es eh nicht hören. Da müssen wir skippen. Ich gebe euch den Link da nachher frei. Ich bin relativ zufrieden. Ja? Man kann fantastisch damit Musik hören. Zum Beispiel Alexa, spiele Musik von Journey. Songs von Journey werden von Spotify abgespielt. Alexa, stopp. Und da ich das Gerät so toll finde, dass ich es auch gerne meinen Eltern schenken würde, habe ich mal geprüft, ob es auch den Alltagstest bei meinem Vater standhalten würde. Der mag nämlich gerne Horn- und Blasmusik. Und als ich dann den Test machte, bin ich über eine kleine Besonderheit gestolpert, die mich momentan noch davon abhält, meinen Eltern dieses wunderschöne Geschenk zu kredenzen. Alexa, spiele Blasmusik. Blasmusik minus Radio Edit von Finger. Ich find's voll geil zu blasen. Ich tue es gern und oft. Mit meinen prallen Lippen blase ich hart und auch mal soft. Magst du es, wie ich blase? Dann gehe ich auf die Knie. Und blass die volle Lust, die Alexa, stopp. Wie kann der einzige Einsatzzweck, den ich für meine Eltern dafür testen wollte, dieses maximale Super-GAU-Ergebnis hervorrufen? Also für mich bin ich immer noch ganz schön begeistert, aber ich glaube, das Geschenk für meine Eltern, das muss noch ein bisschen warten. So, also das war der Christoph, ja, der hat das zum ausgetestet, das mit, Kinder nachspielen und in eine andere Richtung zu drehen, war mir nicht möglich. Da sehen wir, dass das ein weiter Weg ist. Irgendwann wird die Frage richtig beantwortet werden und dann wird man darüber ganz normal einkaufen, seine Termine managen und alles andere machen. Dritter Punkt noch präziser, wir hatten das vorhin in der Funnel-Frage hier mit Daten, lässt sich irgendwann noch viel besser zeigen, was der Kunde wann sehen will, auf welchem Endgerät er ist. Ja? Also die personalisierte Ausspiele, alle erzählen immer von personalisiert und ich kann schon was nicht mehr hören. Das ist ein weiter Weg bis dahin, aber ich glaube, manche Firmen sind jetzt so an so einem Tipping-Point, wo sie sagen können, wir können jetzt schon damit arbeiten und erkennen, was sind deine Lieblingsbrands, deine Lieblingsfarbe.
Wir können aber auch sehen, in welchem Moment du bist, also ne, welche Preisrange passt im Moment zu dir, liest du eher, ja, was siehst du, wenn beim Text immer gestoppt wird auf der Seite, wird für diese Person Text ausgespielt, für andere nicht, ja, ist ein Videoformat, was öfter geklickt wird, springt jemand in so ein Magazin rein, also das sind alles Daten, die vorliegen und bearbeitet werden können, das wird dieses Jahr auf jeden Fall zunehmen und ja, das waren die drei, Quick Wins, weil die Zeit zu Ende ist, no weekly Catch-ups, haha. Also quasi erspart euch überflüssige Meetings. Ich glaube, wenn man sich aus dem Scrum ein paar Methoden holt, wie so Stand-Ups, dann hat man das in 2-3 Minuten runtergerockt, wo sonst eine Stunde rumgesessen wird. Zumindest einige tech-affine Leute finden es witzig, gefällt mir. Quick, jetzt 3 Stück, bald den Überblick, legt ihr Keyword-Sets an. Ja? Das, damit meine ich generell Keyword-Set in Search Metrics, keine Frage, bitte. aber geht mal rein und macht mal geht mal in die Google Search Konsole rein, ja? Macht eure Sets, ja? Wenn ihr Domains habt, wenn ihr Mobile und www habt, macht da ein Set draus. Wenn ihr ein Cluster habt, macht da ein Set draus. Kann man ja mittlerweile alles super easy anlegen. Na, also Cluster-Daten, um sich die vereinfacht anzuschauen. In der Native Ads Testing macht Sinn, kann ich euch sagen. Ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, aber wer editorielle Inhalte hat, die er vermarkten kann oder gedenkt, das zu machen, das kann einen Return on Invest erzeugen. Also das kann man auch auf harten KPIs aussteuern, ja? Sinnvoll, wenn man den Inhalt dafür hat. Und letzter Punkt, schon mal über ASO nachgedacht, App Store Optimierung. Also auch im App Store, das Ranking ist nicht von Gott gegeben oder Google oder wie auch immer, sondern das kann man beeinflussen. Da gibt es Methoden, das wäre sicher nochmal ein anderer Workshop hier. Make Content Marketing Great Again. Danke. Dankeschön. Das ist fantastisch zu sehen, wie schnell du auf einmal reden kannst. Unglaublich. Ja, wir sind ja auch ganz leicht auf die Pelle gerückt. So machen können. Ja, dann, ja, das heißt, Q&A brauche ich jetzt gar nicht machen. Da sind wir ein bisschen drüber. Das ist schön. Ja, da wäre noch eine Folie gekommen. Ich wollte enttäuschten Gesichter wegen den Gutscheinen. Ne? Ist das ein bisschen problematisch? Also es ist ganz einfach. Wir haben ja schon gesagt, Networking. Sie haben die Chance, sprechen Sie ihn einfach an. Und verdienen Sie sich im persönlichen Gespräch die Gutscheine. Wir machen das ich bin anders. Mir sicher. Wir verteilen die Gutscheine bei 5 potenziellen interessanten Gesprächspartnern. Die müsst ihr halt finden. Und wenn er sie findet, kriegt er den Gutschein. Dann müsst ihr halt viel reden dafür. Ne? Oder so. Oder Norman? Ja, so machen wir es. Ja, dann danke. Danke dir. Okay, gut. Das für dich. So, ciao. Danke dir. Noch einmal Applaus bitte für Norman Nielsen.